fand das Spiel gut. Die Gegner waren halt sehr stark und wir haben halt einfache Körbe nicht getroffen. Und wir haben halt viele Turnover gemacht bei den Pässen. Und ja. Wie schon gesagt, hat er eigentlich schon alles gesagt. Wir haben kurze Aufwärmzeit gehabt. Das war auch ein Punkt, der wahrscheinlich auch am Ende ausschlaggebend war. Die Jungs waren halt nicht ganz so wach wie die Gegner. Die haben die Dinge reingemacht, die wir halt dann nicht reingemacht haben. Kleinigkeiten, relativ spät an erstes Spiel reingekommen, wo wir halt dann 10 Punkte Rückstand hergespielt haben, was viel Kraft kostet. Und mussten das Spiel jetzt als Verlierer vom Platz abgeben, leider. Aber wir haben noch 2 gute Gegner und ich denke, die Jungs sind jetzt wach und schauen wir mal, wie wir die nächsten Spiele kreieren werden. No to dobrze zagraliśmy w ataku, pchaliśmy piłkę, dobrze zagraliśmy w obronie, dobrze broniliśmy. Pchaliśmy piłkę, były niecelne rzuty. A to tak, no mecz miał takich kilka swoich oblicz. W końcu trzecia kwarta tutaj nam wyszła. Mieliśmy problemy w dniu wczorajszym z trzecią kwartą. Tą wygraliśmy 21-7. Nieźle broniliśmy, nie zgadzam się, w ataku graliśmy słabo. I ten atak jest mocno do poprawy. Musimy, wracając do Zielonej Góry, popracować nad tym. Aczkolwiek mecz był wygrany, tylko się cieszyć. Powalczymy jeszcze w 2 następnych meczach o zwycięstwo i chcielibyśmy wyjechać stąd z bilansem dodatkowym.